Moin, moin. Marcel. Hallo, hallo, grüß dich. Du, bevor wir losfahren, ist das okay für dich hier vorne, die Position? Weil wir sind jetzt ja hier rechts vorne. Du bist ja eigentlich der Mann für links hinten. Ist das okay für dich oder möchtest du dich nach hinten setzen? Das stimmt. Nein, nein, das passt. Passt. Okay, dann bleiben wir so. Dann geht es jetzt los. Ja. Ich bin gespannt, wo du mich hinführst. Ja, mein Outfit verrät vielleicht, dass es nicht ganz unsportlich wird heute. Nein, das kommt mir natürlich sehr entgegen. Sport ist mein Leben. Leider gar nicht. Aber wir kriegen das schon hin. Du, jetzt steht ja die EM kurz bevor, ne, in Frankreich. Juckt es dich dann nicht wieder, dass du irgendwie denkst, Mensch, vielleicht hätte ich doch noch dabei sein können? Nein. Also natürlich ist es immer schön, Fußball zu spielen und vor die Kugel zu treten. Das ist ganz klar und das kann ich ja zum Glück auch noch tun, weil ich noch einigermaßen fit bin. Ich hatte 12 intensive Jahre, darunter Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Und da muss man auch einfach mal dankbar für sein, wenn man das erleben durfte. Natürlich hätte man Dinge noch länger ausreizen können, aber es kam für mich jetzt persönlich nicht in Frage, weil ich dort andere, ja, Herausforderungen gesucht habe, einfach. Bist du noch gut befreundet mit Spielern aus der Nationalelf? Ja, also Kontakt ist auf jeden Fall da. Wobei mit dem Wissen, dass jeder natürlich, ich weiß ja selber, was das für einen Umfang immer beinhaltet, gerade wenn du noch Nationalspieler bist oder mit deinem Verein noch international spielst. Also du bist ja bis auf dann vielleicht 2-3 Wochen im Jahr und vielleicht 10 Tage oder 8 Tage über Weihnachten bist du komplett eingebunden. Und dann gibt es noch sowas wie Familie und Freunde, viele sogar Kinder. Ja. Also das ist dann sehr schwer, da auch, ich meine, sowas aufzubauen, dass man sich noch dann auch noch oft sieht. Das ist ja Deutschland, ne? Kann uns auch mal reinlassen. Ne? Genau, finde ich auch. Spielerfrauen ist ja auch immer ein Riesenthema. Bist du eigentlich gerade Single oder hast du eine Freundin? Ich habe eine Freundin. Oh, dann werden jetzt Millionen Frauen, wenn sie singen. Oh. Ja, weiß ich nicht. Oh. So. Ich würde total gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Jeder von uns sucht sich eine Fußballpersönlichkeit aus, einen Spieler oder einen Trainer, einen Deutschen. Okay. Hast du Lust? Trainer, ja, okay. Super. Es geht los. Wer bin ich? Du darfst anfangen. Bin ich ein Spieler? Nein. Bin ich ein Spieler? Nein. Bin ich ein ehemaliger Spieler? Ja. Bin ich ein Offensivspieler? Ja. Habe ich bei dem HSV gespielt? Nein. Bin ich ein Trainer? Nein. War ich Nationalspieler? Ja. War ich in einem der Top-Traditionsvereine? Ja. War ich bei Borussia Mönchengladbach? Ja. Mann! Bin ich Günther Netzer? Ja! Du hast gewonnen, hier. Zwar bin ich hier überhaupt noch richtig? Also, da wo wir hinfahren, das ist, sage ich mal, nicht das Typische, wo man denkt, wo man in Hamburg im ersten Moment hingeht. Fahren hier einmal rechts jetzt. Ja, ganz naive Frage, Mann. Ich bin ja immer total fasziniert, wenn ich im Stadion bin oder wenn ich sonst Fußball gucke, dann denke ich immer, meine Güte, da sitzen jetzt, was weiß ich, 40.000, 50.000 Leute und dann kommen diese Spieler da wie die Gladiatoren rein, dieser Einmarsch. Genießt man das nur? Blendet man das aus? Wie aufgeregt ist man da? Also gerade in einem Heimspiel ist es somit das Geilste, was es gibt, ne? Wenn du dann da ins Stadion rauskommst und gerade bei unserem schönen Stadion hier in Hamburg, ja, und auf dem Platz läufst und das ist schon geil. Und du die Stimmung aufsaugst und das ist was Besonderes. Und das ist auch das Schönste am Fußball überhaupt, vor heimischem Publikum eben Spiele zu machen. Natürlich ist das immer ein gewisser Druck und du bist so voller Adrenalin, dass du das natürlich irgendwann gewohnt bist. Ja. Aber du bist halt immer auf einem hohen Pegel unterwegs, was das ist, dass du das komplett ausblendest. Und, also auch bei so einem Turnier wie der WM oder so? Ja, also definitiv. Also am besten ist, und das ist das Gute, dass viele sich nicht so viele Gedanken machen. Das ist auch richtig so. Am Ende ist es Fußball, es wird Fußball gespielt, aber nichtsdestotrotz weiß man, dass man mit einem Fehler auf einmal die ganze Welt auf einen guckt. Ja? Ja. Und das ist natürlich dann sehr, sehr bitter. Die EM steht bevor und da wollen wir ja alle unseren Senf dazu geben. Ne? Ich brauche jetzt so ein paar geile Fußballfloskeln, mit denen wir alle durchkommen. Kirsche reinmachen, sowas in der Art. Ne? Was, so ein paar Sachen. Was muss ich sagen?
Spiel dauert 90 Minuten, oder bis der Schiri abpfeift. Boah, gerade so im Stürmer sagen wir immer, Junge, wenn du nicht weißt, wohin, hau ihn rein einfach. Und so einfache Dinge, die tun auch manchmal ganz gut, glaube ich, wenn man die wirklich gerade in so einer Drucksituation kurz vorm Spiel nochmal hört. Wer dann eine Legende ist, ist einfach Thomas Müller. Ja. Also der sitzt da vorm Spiel, da meinst du, du gehst mit dem nochmal hier nochmal kurz einen Kaffee trinken in der Innenstadt. Ja. Und der erzählt dir nochmal kurz so nebenbei und gleich ist das Weltmeisterschaftsfinale. Also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Ich bin auch schon sehr entspannt gewesen so vor Spiel. Aber Thomas Müller, der hat einfach komplett alles abgeschossen, was ich hier gesehen habe. Er ist dann 10 Minuten vor, bevor wir rausgehen zum Warmmachen, ist er dann halt noch in kompletter Montur und dann auch so, ich zieh mich jetzt mal um. Und nicht, weil er nicht konzentriert ist oder das nicht ernst nimmt, sondern weil es tatsächlich seine Art ist. Und nicht, weil er arrogant ist, wissen wir ja, Thomas Müller ist wirklich ein sensationeller Typ. Aber der ist komplett sowas von unaufgeregt, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Krass, krasser Typ. Druck nach vorne, ne? Das muss man auch mal sagen. Die müssen doch jetzt Druck nach vorne machen. Druck nach vorne, müssen mal, die Null muss stehen. Ja, das ist gut. Und was weiß ich, was es da alles gibt. Was sagst du denn? Wie werden wir denn jetzt abschneiden? Also, dein Tipp. Mein Tipp ist wieder unter die besten vier, also drei. Und dann ist es wirklich, weil es Turnier ist, ist auch das Quäntchen Glück, was man erzwingen muss. Und natürlich, wenn man als Weltmeister kommt, hat man auch die Chance, Europameister zu werden. Wir können hier jetzt ja viel reden. Du sagst jetzt gerade unter die besten vier und so. Ich würde vorschlagen, ich weiß ja nicht, wo du mich hier hinführst, aber egal, wo wir landen, wir werden das Ganze ausspielen. Und du wirst hier unser EM-Orakel sein und da werden wir eine ganz verrückte Geschichte gleich machen und danach werden wir wissen, ob Deutschland den Titel holt oder nicht. Was hältst du davon? Ja, ist ja wieder mal ein kleiner Druck, der dann auf mir liegt. Ja, aber du musst dieses, da jetzt durch, weißt du? Du kannst nicht denken, dass du hier bei mir einsteigst und dann ist das hier ein Spaziergang. Nee, ganz klar. Ne? Ganz Druck klar. Nach vorne. Jetzt musst wirklich, du musst hier jetzt wirklich mal delivern gleich. Ja, jetzt sind wir auch gleich da. Sind wir auch. Jetzt direkt schon gleich. Ja. Und es wird sportlich. Es wird sportlich, habe ich ja angedeutet. Oder meine Kleidung hat es verraten. Wenn wir uns jetzt mal umdrehen, du hast ja gesagt, du warst noch nicht hier. Ja. Das ist hier die Hanse Beach Anlage. Wir sind hier aber im Inselpark. Cool. Wie man hier sieht, sind Tore, also Beach Soccer Tore. Ja, Volleyballfelder hinten, da ist die Kletterhalle. Ja. Und ja, der Inselpark ist halt mein Lieblingsort mittlerweile geworden, weil einfach hier das Sportangebot riesig ist. Wir hier mit Kindern, Jugendlichen Events machen und auch selber zocke ich natürlich ganz gerne. Ich muss ja auch ein bisschen fit bleiben und da ist Beachsoccer echt geil, sowohl als auch Volleyball und ja, ich fühle mich hier total wohl und ich denke, wir beide machen jetzt mal ein bisschen Action hier. Also ich möchte da auch nicht zu viel verraten, meine Technik ist mein Geheimnis. Eins, zwei, drei. Für unser EM-Orakel. Der nächste Ball gilt. Wenn du den jetzt verwandelst, dann wird Deutschland Europameister 2024.